Jetzt geht es richtig los. Der geilste Enduro-Tag, den wir in unserer bisherigen Moped-Karriere erleben durften. Es ist alles dabei. Vollgas durchs Wasser, jede Menge akribischer Bodenproben, ein paar Gelegenheiten, wo die XT nicht mehr will, so viel Schlamm, bis wir stecken bleiben und vor allem die ersten Situationen, in denen Riese dem kroatischen Waldboden mit seinem Hinterrad den Rambo-Stempel aufmassiert. Riese, bevor es rausgeht in Regen, brauche ich dich nochmal kurz. Wir müssen hier nochmal kurz... Nee, das ist schon wieder deine YouTube-Stimme. Das ist meine YouTube-Stimme, klar. Wir müssen nochmal die aktuelle Sachlage hier erklären. Wisst ihr, sonst kommt da an, ey du Penner, mach mal jetzt. Ey, mein Lieber! Ich muss mich hinsetzen, wir sitzen heute. Oh, sitzen? Wir sitzen heute nicht so viel. Hast du gesagt. Okay. Ja, doch, ist aber so. Also, es regnet. Ja. Wir sind noch in Kroatien. Laut Regenradar könnte es in Slowenien einen Tick besser sein. Glaube ich erst, wenn ich da bin und dann in den Himmel gucke. Ja, ich auch. Aber es wird hier auch tatsächlich besser. Es klart gerade so ein bisschen auf. Wir fahren jetzt gleich nochmal auf die TED, gucken mal, wie die so innen nass ist. Mhm. Wahrscheinlich rutschig und eklig. Aber jetzt sind die Straßen auch, also. Ja, rutschig schon, ja. Ja, anders. Anders halt. Ständig labern wir hier nur übers Wetter und dann auch noch so inkonsequent. Gestern sind wir noch vor dem Regen geflüchtet, haben uns versteckt und lieber die Sicherheitsvariante gewählt. Heute haben wir unseren inneren Frieden gefunden und gelernt zu akzeptieren. Die TED startet als Experiment. Mal einen kurzen Abschnitt im Nassen fahren und gucken, was geht. Wenn es nervt, dann schnell zurück auf die Straße. Aber so viel kann man an dieser Stelle schon verraten. Zurück will keiner, denn der nasse Schlamm ist genau unser Ding. Nahtarmung nicht empfohlen. Oh, geil. Ja, hier ist richtig. Mach sowas nicht beim nächsten Mal. So, ja, nee, da liegt ein Ast vor. Danke. Ja, dreckig ist es jetzt. Scheiße. Aber sonst nichts passiert, wehgetan? Nee, ach, überhaupt nicht. Okay, war ja kein Thema, also wirklich nicht. Jetzt natürlich Koffer und so alle drin geblieben. Ja, erstaunlicherweise. Das war eigentlich immer meine größte Angst, wenn ich mich lege, dass die Koffer abkacken. Meine Angst wäre das jetzt gewesen. Ja, berechtigterweise. Ist alles weich. Meine Hose ist dreckig. Geht aber so nicht. Neue Sachen müssen immer sauber sein. Hey, na, moin. Wurde ja aber auch mal Zeit, dass ich auch mal hier eine Bodenprobe nehme. War ja normalerweise Rieses Job. Ja, danke euch. Und die geht einfach an die Kiste. Joa, das war übrigens unsere allererste Wasserdurchfahrt. Später hat uns dann ein Follower bei Instagram geschrieben, Pfützen immer an der tiefsten Stelle durchfahren. Keine Ahnung, ob das stimmt, hat so aber deutlich besser funktioniert. Nachdem dieser erste Schreck verdaut war, ist Rambo dann so richtig im Modus und liefert sich mit Mechaniker Felix eine regelrechte Wasserschlacht. Wasser in allen Öffnungen, ein altes Motorrad, was vor weniger als 24 Stunden fast den Elektronikinfarkt gestorben ist. Ich meine, was soll denn da schon schief gehen? Ah, Scheiße! Rieses Karre ist aus. Scheiße, Mann. Oh Gott, Leute. Wir rollen vor zu der Lichtung. Da können wir wenigstens stehen. Hauptsache noch mal Offroad bremsen.
Ich habe schrumpelige Hände, ist das wieder nicht. Riese, beschreib mal deine Gefühle. Mega. Ich habe Tränen in den Augen und Wasser. Das ist so eine Dusche von dir abbekommen. Also wir sind jetzt... Felix, wie ist die Lage? Ach, super. Einfach super. Bist du nass? Ach, gar nicht. Ich kann dir gerne mal meinen Schuh zeigen. Ja, also wir sind jetzt gefühlt hier... Okay. Also wir sind jetzt die letzte Stunde hier durch den kroatischen Wald geheizt. Inklusive Bodenprobe und inklusive... So geil, dass wir an der ersten Wasserdurchfahrt noch angehalten haben. Ja. Sinnloserweise. Weil es kamen einfach noch 300 weitere. Dementsprechend nass sind wir alle. Ja, und bei Riese ist die XT gerade ausgegangen. Das ist jetzt nicht optimal, sagen wir mal. Boah, guck dir mal diesen Block an, ey. Der sieht doch aus wie neu. Das ist so meine Linse, so. Schön sauber. Schön. Schön, das finde ich. KTM hat auch ein bisschen Dreck genommen, aber wobei, so dreckig sind die Kisten gar nicht. Ach doch, bei mir schon. Das ist ja alles schon wieder abgespült durch die Wasserdurchfahrten. Ja, gut. Kobola Matsch, würde ich sagen, ne? Naja. Die kriegt doch die ganzen Tage nicht mehr trocken. Ist doch klassisch, also Sprit oder Zündung, oder? Sagst du doch immer. Sprit hast du noch, also ist es Zündung. Das ist 100% Zündung. Nach der Wasserdusche, die wir uns eben gerade gegeben haben, ist das 100% richtig Wasser im Zylinder. Aber das ist doch dicht eigentlich, das Zylinder. Ja, wenn oben aber... Wenn das Wasser steht, geht immer den geringsten Widerstand. Das wird bestimmt überall hin, von gerade wo es wieder wo soll. Tja. Alter, damit würde ich ja klarkommen. Das heißt aber auch... Du solltest ganz tiefe Wasserdurchfahrten meiden. Nö. Das ist für mich nicht die Essenz daraus. Achso, okay. Naja. Also machst du ja keinen Spaß. Das ist gut. Das heißt für mich jetzt aber eigentlich Sitzbank und Tank ab, um an die Zündkerze ranzukommen. Echt? Ja. Dann wird doch alles knallheiß sein, ne? Alter, ist das eklig. Leute, Yamaha XT Baujahr 1982. 10 Minuten stehen, einmal klicken. Warte. Karre läuft. Aber du sagst, Laufverhalten ist nicht ideal? Bitte? Laufverhalten ist nicht ideal, oder? Messannahme? Kurz gepöckelt. Plastikteil auf der Fahrbahn, was nicht nach Wald aussieht. Eindeutig KTM. Keine silbernen Schrauben. Ja. Okay, alles klar. Also weiter. Abriese, oder?
Ich bin auf den Stein umgekippt, dass ich ihn halten können. Das wäre mein Fuß gewesen. Es ist angerichtet. Riese hat gekocht. Es gibt Brot, Eichen. Man müsste das Messer auch noch richtig rumhalten, dann schneidet es auch. Guck mal, das schneidet besser als die in der Unterkunft. Würstchen, Nüsse und das alles bei Aussicht. Naja. Der Herr, ihr Brot. Danke. Ist seine Brandblase wieder scharf, Felix? Ja, ein bisschen. Ja, sieht auch jetzt so aufgeweicht gar nicht mal so lecker aus. Riesiger Riese, wie ist die Stimmung? Ist gut. Wie läuft das Gelände im Vergleich zu gestern? Ja, ich bin glücklich. Ja? Ja, doch. Also irgendwas hat der Regen mit mir gemacht oder mit den Strecken. Der hat die Angst abgewaschen. Das ist schon ganz gut. Macht wirklich Spaß. Auch Gepäck und Vorderrad ist weder bei mir noch bei Felix irgendwie heute noch ein Thema. Ja, geil. Also super geil. Richtig gut. Die Maschinen und die Menschen zeigen, was sie können. In diesem Sinne weiter. Okay, ihr habt die Drohung auch gehört, oder? Rambo sagt, es läuft richtig gut und Mensch und Maschine sollen zeigen, was sie können. Wenn der Titan so spricht, dann liegt da am Ende in der Regel ein großer Haufen Altmetall und Knochen. Das klingt vielleicht jetzt alles nach einem Scherz, aber natürlich hat Riese zu diesem Zeitpunkt längst gewusst, dass die Strecke demnächst für uns Normalsterbliche unpassierbar wird. Und natürlich ist er derjenige, der uns am Ende alle wieder aus der Scheiße, aus dem Schlamm herauszieht. Ja, du drehst ja durch, Tobi. Das ist ein Motorradfahren. Da hilft nur Anlauf, aber den kriegst du ja hier nicht. Ich würde rausfahren, das ist echt schön, ganz gut gerade. Komme ich wieder. Wie auch letztes Jahr schon, aufgrund von Schlamm und Stein werden wir einfach umdrehen. Weil Sicherheit geht vor Spaß. Too much. Mit der Arbeit verbunden, hier rauszukommen. On the way. Jetzt geht der Spaß los. Jetzt heißt es Teamgeist. Ich hab fast einen Spagat gemacht, damit ich fahre. Ich hab mich aufs Wort. Warte mal. Eins, zwei, drei. Oh, so. Hab's. Okay. Ja. Oh, direkt am Hang. Ja. Mach den weg, den Ständer. Wir ziehen hier. Wir werden jetzt mit. Jetzt wird. Danke. Lass mal los. Ja. Kommt rum. Ja, geil. Der hat schon mal jemand versucht zu schlafen übrigens. Ja, habe ich auch gesehen. Bärenangriff, würde ich sagen. Oder? Geile Scheiße. Das habe ich mir heute noch gewünscht. Aber ich würde ja fast sagen, wir drehen die Kiste auf der Stelle, am Hinterrad angepackt und rübergezogen. Ja, auf dem Eis hier wäre das vielleicht. Ja, würde ich aber gerne mit Fahrer machen, wenn es geht. Soll ich mich draufsetzen? Ja. Aber wenn du ein bisschen auf die Beine. Naja, du hast ja keinen Halt mit den Beinen, eigentlich ist das scheiße. Ich hab null. Also ich hab hier wirklich. Ja. Ich fühle mich, als würde ich auf Eis laufen mit den Schuhen gerade. Ja, links, rechts. Ich wollte so erst ein Stück. Hab eine Idee. Warten. Dann machen wir das mit den Steinen. Doch, jetzt. Ich hab's grob beim Hochziehen. Vorne, Lenker gerade und dann schieben wir am Lenker.
So bleibt. Nicht so weit, nicht so weit. Ja, ich hab. So. Dann lauf rein. Eins. Danke, doch so schnell. Großartig. Bis auf schlammige Wege war großartig. Am Ende musst du mal kurz kneifen, wa? Da war zu viel Süden. Ja. Ist okay. Alles menschlich. Wir sind jetzt da keine Profis. Keine Profis. Jetzt haben wir noch 2 Stunden regennasse Straße und dann sind wir an der slowenischen Grenze und werden uns wieder mal nicht ins Zelt legen. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Aber ey, meine Klamotten sind ja sauber. Also die Wasserdurchfahrt. Die Wasserdurchfahrten haben gut abgeliefert. Also ich muss jetzt einfach nochmal sagen. Ne? Sag es. Meine Füße. Sag nicht, die sind trocken. Ach, das willst du dir ein. Ernsthaft. Krass. Ohne Scheiß. Das kann aber nicht. 2 Stunden auch noch trocken sind, kann aber nicht sein. Dann halte ich euch in meinen trockenen Schuhen. Also da sind die Feuerwehrmannstiefel von Riese auf jeden Fall den Offroad-Stiefeln von Felix und mir. Aber gefühlt, ne? Sind die immer noch trocken. Gefühlt, du hast einfach. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann mein Stiefel trocken war. Und die sind warm und trocken. Warm ist sie doch. Also du aber als wärst du mit dem Fuß im Teich. Nicht so gut. Genauso fühlt sich das an. Ich kann immer noch so mit der Socke hin und her rutschen. Das ist echt. Gönn ich dir echt. Ja, super. Aber vielleicht auch, weil du die ganze Zeit im Sitzen fährst. Nein, ach Quatsch, nein, ich stand 30 Zentimeter mit dem Schuh im Wasser. Also bis hier im Schlamm. Ja, geil. Geil. Das ist ein Wunderwerk, dieses Ding. Ja, schön. Gut, na dann, brezeln wir los. Ja, windet da kaum. So langsam. Ja, lass den Regen abwarten, genau. Dann ist doch romantisch. Ja, wir können auch hier zelten. Von mir aus. Die Bank kann man bestimmt auch noch. Den Regen mag. Das ist das dritte Mal, dass er ausgeht, aber jedes Mal wieder an. Deine Uhr wert. Kurz trocknen lassen und dann will sie wieder. Thank you.
Das kannst du dir sparen. Ich bin auf der 3. I love you. Alter, wann ich das letzte Mal durch so einen Regen gefahren bin, kann mich nicht erinnern. Ich glaube wirklich, dass man der Regen gleich auf jemals zurück wird, als wäre das richtig nach. Meine Pfoten. Warm. Das muss ich wirklich sagen, nicht annehmen. Aber ich glaube, ich habe den. Hey, meine GoPro läuft seit irgendwie. Warte. Jetzt kann sie auch weiterlaufen. Viel Spaß beim Schneiden. Ja, danke. Die Handtuch ist ja gleich. Ah, ja. Kenn ich. 2 Stunden sind wir jetzt durch den Regen gefahren, Riese. Wie fühlst du dich? Scheiße. War das alles nass? Alles. Was ist trocken geblieben? Der Schlüpper. Und die Socken? Ach, die Socken erzählt keine Scheiße, Alter. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Weg dir zeigen. Ja, hier ist Villa Victoria. Da werden wir gleich einreiten. Sieht ja wirklich sehr Villa aus. Oh Gott, ey, ich brauche einfach nur noch eine heiße Dusche. Mir ist das auch scheißegal, ne? Von mir aus können wir auch heute einfach nudeln und. Wollte ich gerade sagen, ey, wir haben eigentlich alles an Essen da. Ne? Ich habe auch noch eine Dose Kartoffelsuppe. Ja, genau so ein Zeug würde ich mir jetzt reinziehen. Ja. Ja, so ein bisschen müssen wir noch uns auf den morgigen Tag vorbereiten, weil heute war ja doch ganz schön nass. Ja. Und ich dazu gibt es jetzt hier eine hübsche Frisur, ja? Ich föhne meinen Füßen eine hübsche Frisur. Und meinen Fingerspitzen. Ja. Ja, dass es morgen vielleicht nicht ganz so eklig ist. Verstehe ich, aber morgen soll die Sonne scheinen, hast du gesagt, oder? Die slowenische Sonne dann hoffentlich. Ja, hoffen wir es mal. Und der Partner. Ah. Alles klar. Ich möchte nicht weiterstellen. Gute Nacht. Ja, tschüss.